So, meine lieben Freunde, wir sind zurück. Wir sind immer noch im Weißlauf bei den Gefährten. Wir haben in der letzten Folge an der Beerdigung von unserem geliebten Kotlak teilgenommen. Und jetzt müssen wir für unseren Schmied, ich glaube es ist der Schmied, müssen wir was holen. Und das machen wir jetzt auch. Also keine Zeit verschwenden, es geht direkt weiter. Und dann gucken wir mal, wohin das führt. So, hier rein. Und... Da ist es. Fragment von Wutrad. Das brauchen wir für Eolund. So, Gold brauchen wir auch nicht mehr. Können wir auch mitnehmen. Und das Tagebuch lesen wir mal. Beziehungsweise wir nehmen das mit. So. Kleidung. Oh, hier. Die Dinger. Sobald ich das jetzt nehme, gibt es auch wieder eine Quest. Ja. Bringe den ungewöhnlichen Edelstein zu einem Schätzer. Da gibt es ganz viele von. Die muss man wohl irgendwie sammeln. Aber ich habe diese Quest selber noch nie komplett beendet. Und hier nochmal ein Lehrlingsbuch. So. Okay. Huch. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich Hämmer und Äxte mag. Hämmer und Äxte mag auch. Großartig. So. Nachher gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Ja, erstmal ein Saufen. Oh, nee. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Gib Eol und... Achso, ja, okay. Der wohnt ja hier quasi, glaube ich, ne? Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Oh ja. So, Haus Graumähne. So, hier. Ihr seid zurück. Na klar. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Alles klar. Trifft den Zirkel. Dann wollen wir sie mal nicht warten lassen. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Nee, ich hab schon eine Klinge. Danke. So, Tiefenschmiede. Alter hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Vilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kotlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kotlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ja. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kotlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern.
Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Aha. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Na klar. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Ja, jetzt legt das mal weg. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskamor aufzubrechen. Für Kotlak. Jawohl. Wie sie alle losrennen. Attacke! Gut, machen wir. So, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Das ist schon so lange her. Macht aber nichts. Ich habe eine Karte. Ach, guck mal hier. Da hinten. Winterfeste. Schrein von Azura. Und hier ist Schattenstollen Refugium. Gut. Huch, jetzt habe ich mich verklickt. Schnell reisen. Ja. Und wieder rein in die Kälte hier. So. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen hier unten lang. Oder? Heimkarte? Ja. Okay. Kein Problem. Wölfe. Fritsch, Ratsch. Nicht mit mir. Zieh ich dir den Pelz ab. Okay, weiter geht's. Oh, und da hinten ist ein Wächterstein. Oh, hier, die sind auch gefährlich. Die lassen wir mal in Ruhe. Sind zwar langsam, aber die machen Aua. Und hier ist eine Höhle irgendwo, warte mal. Hätte ich schon gerne mitgenommen. Aua. Oh. Jetzt habe ich mich erschrocken. Alter. Jo, der hat mich gleich. Ich muss hier ganz schnell weg. Aua. Weg.
Ist eine gefährliche Ecke hier. Aua, aua, aua. Mann. Habt ihr denn kein Zuhause oder was? Ja. Düdüm. Ist nicht das erste Mal. Ist mir damals auch passiert, da hinten in dem Schneegebiet. Kommt vor. Man macht aber nichts. Ich überlege gerade, habe ich hier irgendwie was in der Nähe? Nee, ne? Ja gut. So, vielleicht haben wir jetzt ja mehr Glück. Ach, guck mal hier, Leuchtturm. Durchsuchen Pferd. Eieieiei. Okay. Ich werde hier einmal kurz schnell speichern. Für den Fall der Fälle. So. Oh, da hinten. Oh, oh. Hoffen wir mal, dass der da bleibt. Okay, ich bin mutig. Nichts passiert. Kleinen See verstaucht. Direkt weiter. Oh, hier. Was gibt's hier für einen Segen? Mal eben gucken. Schrein von Talos. Zweihändig verbessert. Zaubertrank des Verteidigers. Oh ja, dankeschön. Und da ist der Säbelzahntiger. Oh nein. Schnell speichern. Ich versuche mich da mal so ein bisschen dran vorbei zu sneaken, weil der macht echt Aua. Scheiße. Auf! Okay, ich muss mich mal eben selber heilen. So, ich weiß leider nicht, wo der gerade ist. Schnell speichern. Und weg hier. Okay, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Uiuiuiui.
Oh, noch einer. Oh Gott. Aber wir sind da. So. Meine anderen Kollegen sind noch nicht da. Aber ist auch nicht schlimm. Da sind sie. Das ist die letzte Ruhestätte Iskrams und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Kommt ihr nicht mit? Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Was? Na toll. Bringt Wutrat nach Iskramon zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Okay. Also Wutrat ist die Axt und Iskramon ist der Heini hier. Also gut. So, aber erstmal gucken wir, ja. Aktivieren. Ich möchte gerne den Zaubertrank haben. Und das Geld hätte ich auch gerne. So. So, ja. Katsching. Gut, dann gehen wir mal rein und gucken uns das mal an hier. Hier drüben. Ach ja, die Gefährtengeister, stimmt. Ich erinnere mich. Rum. Nee, nicht wirklich. Obwohl, die Ohren haben immer Geld. Beziehungsweise Gold. Also kannst dich auch tot farmen hier. So, wir gehen runter. Da drüben ist eine Truhe. Nein, er holt mich nicht. Ich bin noch zu jung. Oh. Stell mal nicht so an. Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Jeder hat seine Schwachstelle. Und das ist meine. Ich bin nicht stolz, aber ich bleibe bei Vilkas. Grüßt Iskramor von mir. Ganz prima. Einer nach dem anderen lässt mich hier im Stich. Nichts mehr los mit der Jugend. Ist ja unfassbar. Was war das? Spinnen.
ist hier. War noch nur ein paar. Aber das gibt Gift. Und ich mag das Gift. Könnte ich mir immer schön auf meine Klinge schmieren. Okay, wir gehen hier weiter. Lass mich. Aua. Stirb. Lass das sein. Ja, Entschuldigung. Stehe doch nicht neben mir. So, jetzt bin ich vergiftet worden. Muss ich mir mal eben hier. Krankheitsheilung hatte ich irgendwo da. Ich hoffe, dass das hilft. So. Truhe. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Boah. Hm. Nee, das wird nix. Müssen wir noch ein bisschen üben. So. Ja, drei auf einen, ey. Niemals. Der endlose Schlag. Bei den Geistern muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen. Wenn die einen richtig treffen, ist vorbei. Hatte ich auch schon mal. Ja, ich bin schon da. Bin schon da. Bleib ruhig. Na. Das meinte ich. Mist. Ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Hier drüben. Was? Hab ich genau gehört. Komm her, du. Vorsichtig. Na, na, na. Stirb! Jawohl, mach ihn kaputt da. So. Ich kann nicht mehr, Schildbruder. Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Dann geh doch nach Hause. Für Kodler. Seht an, seht an. Wie ist der Mann, der noch in der Küche verhext werden wird? Gut genug. Etwas hat sich in den Monden bewegt. Sind wir quasi wieder hier bei den Spinnen. Habt ihr etwas gehört? Oh. Ich muss mir das mit dem Schnellspeicher noch angewöhnen.
Ich mache das viel zu selten eigentlich. Aber ich übe noch. So. Kette. Zack. Gut, weiter geht's. Einmal nach unten. Jo, da ist er. Gefällt euch das? Gefällt ihr das? So, der ist weg. Oh, da hat er mich fast gehabt. So, jetzt aber. Yes. Gute Nacht, Marie. So. Aktivieren. Irgendwas ist gerade aufgegangen. Ah ja, ja, okay. Was war das? Was haben wir denn hier? Gold. Ey, steht doch nicht im Weg. So. Zweihändig verbessert. Level up. So, weiter geht's. Sprich mit Kotlak. Sehr schön. Na? Seid ge- Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Regner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Irsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Okay. Zumindest für mich. Düdüm. Ja, sorry.
Körpers, Bruder. Ganz leicht geblockt. Oh, den sieht man kaum. Wo ab, du? Okay, warte. Neue Stufe. Oh, Trick 17. Vorsichtig. So. Das war jetzt quasi sein Fluch, den wir da besiegt haben. Seid gegrüßt, Schildbruder. Wir haben dem Biest in euch ein Ende gesetzt. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sorengarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaskr zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Yes, das machen wir. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Das war's? Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Oh, jetzt ist sie angepisst. Seid ihr darüber verärgert? Ich bin nur überrascht. Aber jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Will ich auch hoffen. Kommt, sagen wir es den anderen. Cool. Ich möchte aber eben nochmal was gucken. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier oben. Da war nichts mehr. Da war auch nichts. Ist das... Achso, ich dachte, da steht eine Truhe. Konnte ich gerade mit meinen Mehlaugen ganz schlecht erkennen. Gehen wir mal hier hoch. Hier ist die Truhe, genau. Die wollte ich haben. Schild von Iskramor. Baby! Muss ich haben. Zauberbuch Schnellheilung. Neuer Zauber gelernt. Lehrlingsrobe der Illusion. Wert 1018. Kaiserliche Rüstung brauchen wir nicht. Kriegt man hier an jeder Ecke hinterhergeworfen. So. Wo ist denn hier der Kette? Ja, ich hatte noch kein Met heute. Bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. So. Was haben wir denn hier? Geldbeutel. Alles mitnehmen. Für unser nächstes Häuschen. Oder ein Pferd. Oder so. In der Art. Oh, hier, Kette. So. Guten Tag. Hä? Achso, erstmal raus hier. Okay, alles klar. Mucke ist der absolute Kracher. Es schneit und es ist dunkel. Ein Traum. So, mal gucken. Eislauf, Drachenfeste.
Okay. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, ein perfekter Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen. Wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben die Toten geehrt. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem. Und ansonsten wünsche ich euch dann heute noch einen zauberhaften Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.